So, heute schwenke ich mal nicht auf den Fernseher und ups, in einem meiner ersten Videos hatte ich auch kein T-Shirt an und da sagte ein guter Kumpel von mir, ein Freund von mir, also das kannst du doch nicht machen. Und der D'Amerato, der hier auf einer Insel lebt und auf Skype, ich glaube sogar kostenfrei Buddhismus lehrt, sozusagen in aller Welt auf Skype erreichbar ist, der ist auch in der Regel mit nacktem Oberkörper zu sehen. Da denke ich, das ist ja offenbar salonfähig, ne? So, jetzt lasse ich den mal im Hintergrund reden, mal sehen, ob es laut genug ist hier. Ihr werdet ihn an der Stimme Well, erkennen. it's different. For example, that idea of there is no such thing as mind, there is no such thing as enlightenment. This is something that you do find in the Zen tradition, but they've been working with this. This is maybe why a tradition is a little bit more powerful than an independent teacher, or maybe a little bit more reliable than just one independent teacher, that sort of Pratyeka Buddha thing that I talked about in my previous video, the self-enlightened person who doesn't come from any sort of tradition or rejects all tradition, is because a tradition does talk about this. And in So, der Herr Brett Warner, ja, einer meiner Lieblingsfeinde auf den YouTube-Kanälen, in den ich ab und zu reinschaue. Ein anderer Freund hat ihn neulich einen Idioten genannt, vielleicht können wir da demnächst noch drüber reden. Ich denke, er unterstellt dem Brett Warner auch, so Konzepten aufzusitzen und sich darin zu verfangen. Ich habe neulich mal gesagt, der ist hoffnungslos in Dogen verstrickt. Nur jedes Buch, das er schreibt, handelt ja auch davon. Er erwähnt zwar auf seinem Kanal und seinem Blog auch andere, also er hat da schon einen Horizont für die anderen Lehrer, aber ich komme da gleich noch drauf zurück. Letztlich argumentiert er in diesem Dogenduktus und was er da eben gesagt hat. Das bezieht sich unter anderem auf den UG Krishnamurti. Den findet er teilweise ein bisschen strange und er hat dann versucht herzuleiten, dass das möglicherweise wie bei den sogenannten Pratyeka-Buddhas, den Selbsterleuchteten, daran liegen könne, dass sie nicht in eine Tradition eingebettet sind. Ich habe da kommentiert, tja, der Buddha. Das war auch so einer. Der Buddha war eigentlich ein Pratyeka-Buddha. Der ist zwar zu Leuten gegangen, zu Brahmanen, ne, das kann man in seiner Geschichte lesen, aber letztlich hat er ja die entscheidende Erkenntnis durch sich selbst gefunden. Trotzdem war er in einer gewissen Tradition, was übrigens auch für den UG und den anderen Krishnamurti gilt, den er vielleicht etwas besser findet, dieser Warner. Die hat er nämlich beide als Beispiel dafür erwähnt. Die waren ja beide auch bei anderen Gurus und nicht der UG war bei dem Chido und der war wieder bei anderen Gurus und die waren in der Tradition eingebettet. Ganz abgesehen davon habe ich ihm da in seinen Kommentar geschmiert, dass der Buddha also eigentlich das beste Beispiel sei für einen Pratyeka-Buddha und außerdem ja am Ende noch, also das ist einer, der aus sich selbst erleuchtet wird, ne, und am Ende seines Lebens ja auch noch mit als Rat gab, ich verballhorne es mal etwas, seid euch selbst ein Licht. Ne? Das heißt also, der Buddha selbst hat eigentlich davon abgeraten. Ich berufe mich auf eine hohe Instanz, ne? Auch wenn ich den buddhistischen Schriften und der buddhistischen Lehre auch immer wieder kritisch gegenüberstehe. Manche würden sagen, das ist beliebig, aber es ist eher ironisch. Ne? Trotzdem ist es richtig. Ne? Er hat das so gesagt nach der Überlieferung, ob man er glauben darf. Und man kann daraus einen Buddha konstruieren, der euch warnt. Und ich zitiere ihn dann nur, ne? Ich habe das nicht erfunden, euch zu Leichtlehrern zu widmen. Das ist einer der blinden Flecken von Brett Warner, denn wie wir wissen, sein Lehrer, der hatte zwar eine Autorisierung bekommen, aber der war ja lange in seinem ganzen Le Arbeitsleben irgendwie so ein, vielleicht auch ein Karrieretyp, ich weiß nicht, Geschäftsmann, also ich habe es vergessen. Ich glaube in leitender Position und hat erst im Alter sich da vertieft, so wie die Inder das so als Tradition ganz gut finden, da erstmal Familie gründen, arbeiten und dann später im Alter spirituell werden. Und die Tatsache, dass Nishijima so, wie es mal jemand anderes sagte im YouTube-Kanal, so eine Art Wohnzimmer-Buddhismus betrieben hat, ne? Also
Darüber habe ich mich ja auch schon mal auseinandergesetzt. Angeblich hatte er dann doch irgendwo so einen Tempel oder was als das als Tempel galt. Aber eigentlich hat er diese ganzen Leute, die von ihm ernannt wurden, mehr oder weniger zu Hause empfangen. Und der hat ja auch so seine eigenen Thesen entwickelt, die jetzt auch nicht unbedingt, sage ich mal, von der Buddhismuswissenschaft gedeckt werden hat. Also auch sein eigenes Ding gemacht. Inwiefern ist er also in die Tradition eingebettet, ne? Inwiefern waren andere bedeutende Zen-Meister in die Tradition eingebettet? Manche wurden, ja, das habe ich ja schon öfter auch in meinem Blog erwähnt, über Umwege, ne? Weil die Linie abgebrochen war, noch um die fortzusetzen, über Zwischenstufen dann wieder eingefügt, über verquere Verbindungen, über Träume und so weiter und so weiter. So wurden Linien erhalten und die Tradition, was ist das für eine Tradition? Man kann ja sehen, dass Brett Warner das beste Beispiel dafür ist, ne, dass einer nicht in der Tradition steht. Er hat da zwar dann einen Brief bekommen von jemandem, der verbrieft ist, aber ich muss nochmal daran erinnern, das ist nicht das Wesentliche für mich. Solange es einer behauptet und es hat, ist es okay, haken wir es ab, aber wir können uns dann inhaltlich mit ihm auseinandersetzen. Bei den anderen Gästen geht es erst noch um die Glaubwürdigkeit, wenn sie das gar nicht haben. Und der Brett Warner, der ja auch fleißig weiter sitzt, das macht er alles und sehr gut runterbrechen kann, verständlich machen kann, was der Dogen sagt. Der steht ja auch außerhalb der Soto-Schule, ne? Auch teilweise Antachi stand, so wie ich das verstanden habe, irgendwie immer auf der Kippe. Man hat da also seine Jahresbeiträge bezahlt, aber hat da nicht unbedingt viel zurückbekommen. Ne? Wenn man dann irgendwas reparieren musste, so habe ich das verstanden, musste man Spenden sammeln und so. Das ist nicht so, dass die Soto-Schule dann jemanden schickt und das Dach fliegt. Und ich befürchte, dass der Brett Warner überhaupt keine Beziehung hat zu der japanischen Soto-Gemeinschaft. Und das erlebt man oft, sehr oft, ne? Und das auch selbst in dieser Rehbande in Deutschland haben die diese falschen Meister miteinander nicht viel zu schaffen. Das heißt also, wovon reden wir hier? Wir reden von jemandem, der irgendwie so sein Wohnzimmer-Buddhismus betreibt, so wie ich. Das nur der merkt das nicht. Und ich möchte dann noch mal ein bisschen klarer werden, weil er meint, ich sollte mich da mal mehr mit Buddhas Leben beschäftigen. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass der mehr im Pali-Kanon liest als ich. Ich lese auch nicht mehr als nötig drin. Ne? Der liest es bei Dogen, was Dogen da so rausfiltert. Und denkt in dessen Metaphern. Er hat als einen Lehrer erwähnt, Kōbun Chino. Der war wohl der Lehrer seines Lehrers. Und deshalb habe ich diesen Beitrag, jedenfalls habe ich das vor, auch überschrieben mit Kōbun Chino und Steve Jobs. Und ich glaube, ich habe das noch in keinem YouTube-Beitrag so deutlich gesagt, wie ich es ihm jetzt auch deutlich gesagt habe. Und da wurde er ein bisschen pampig. Meinte, wenn ich das so sehe, muss das wohl so sein. Aber wenn dieser Eindruck jetzt öfter erweckt wurde, weil ich Tacheles geredet habe zuletzt, heißt das nicht, dass ich nicht auch meine Reden beschließen könnte, wie es der Dalai Lama ja gern tat oder vielleicht immer noch tut, mit. Es kann natürlich alles auch ganz anders sein. Ne? Aber ich kann natürlich mit demselben Selbstbewusstsein oder wie auch immer man das nennen soll, oder Glauben an meine Überzeugungen und Erkenntnisse auftreten, wie es Brett Warner tut oder andere. Und ich kann zumindest sagen, das soll man alles in Frage stellen, auch was ich sage. Aber was er da so erzählt, das ist ja immer wieder für mich Anlass gewesen, auch mal einen Beitrag zu machen. Jetzt kommen wir zu diesen Leuten, von denen er dann einiges hält natürlich. Und da habe ich jetzt, ich habe darüber früher schon mal nachgedacht und hier auch in Thailand mal jemanden getroffen, der beim Banja Palmas gesessen hat und den ganz gut findet. Und der ist ja offensichtlich, hat er mal behauptet, ich finde da auch ein paar so dubiose, sag ich mal, Indizien,
Aber er hat behauptet, er hätte da von Comoncino die Dharma-Übertragung. Aber ist vielleicht auch nicht so wichtig, denn ich habe über dieses Event lange nachgedacht, wie Comoncino gestorben ist. Und da kommen wir wieder zurück auf ein Thema, das ich mit Tom bald besprechen musste, ne? Nämlich, er kann das von der Philosophie her wahrscheinlich besser erfassen, weil man über Kategorien nachdenkt, während ich das vielleicht eher auch spüre, aber nicht so systematisch gelernt habe aufzudröseln im Studium. Ist schon was anderes, ob man da Literatur macht oder Philosophie, nämlich wie die Leute sozusagen auf ihre eigenen Vorurteile dann reinfallen oder sich Begriffe machen, ne, die, mit denen sie dann leben und umgehen und auch lehren und eigentlich haben die keinen konkreten Inhalt oder zu wenig oder bedeuten was anderes. Zumindest für einige Zuhörer, ne, oder Zuschauer. Und das könnte der Grund sein, warum ich das sagen darf, er ihn einen Idioten nannte. So weit bin ich noch nicht gegangen, aber Comoncino, ja, da habe ich mich auch schon mal vor oben und so auseinandergesetzt. Und natürlich ist erstmal rührend, wie Comoncino gestorben ist. Er ist in den Teich gesprungen. Beim Banja Palmas war das, als er seine kleine Tochter, ne, der war schon älter, darüber muss ich schon mal gesprochen haben, beim Ertrinken sah. Jetzt kennt ihr die Geschichte wahrscheinlich eh. Sowas spricht sich herum. Ja, Buddhismus, das ist ja wirklich hochdramatisch. Und dann kam noch seine Frau, das wurde mir dann noch im Detail erklärt von diesem Schüler, so muss das wohl gewesen sein. Und die hat sie dann beide da im Teich gesehen und ist dann Hilfe holen gegangen. Ich glaube, die konnte auch nicht schwimmen oder was auch immer, aber die hat dann eben eine andere Lösung gesucht, da war es dann aber zu spät. Nun, der Comoncino wusste, dass er nicht schwimmen kann. Und jetzt stellen wir uns natürlich spontan vor und ich bereite euch darauf vor, haltet euch fest, denn ich werde mal wieder etwas grausam werden. Das kennen eigentlich mehr die Leute, mit denen ich mich in Foren um Vegetarismus streite. Das mache ich ja hier im Blog nicht so oft. Natürlich rührt mich das auch, ne? Wie kann ein Vater zusehen, wie seine Tochter ertrinkt, ne? Das ist unmöglich. Und wie kann er damit weiterleben? Und ich glaube, darüber habe ich schon mal spekuliert. Aber ich habe noch nicht so deutlich gesagt, was ich jetzt sage. Denn wenn wir versuchen, den Begriff Soheit, der immer wieder im Zen auch benutzt wird, zu fassen. Ich habe das auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt und gemeint, wenn wir meinen, die Dinge, wie sie sind, dann sprechen wir eigentlich von einer Auffassung von Realität. Und was soll das eigentlich bedeuten, wenn ich an einem Teich stehe und meine Tochter ertrinkt und ich weiß, dass ich nichts machen kann? Ich weiß, dass ich auch ersaufe, wenn ich reinspringe. Und ich weiß vielleicht in dem Moment auch, dass ich es nicht ertragen kann, damit zu leben. Und nun müssen wir das mal leider kritisch aus der Zen-Sicht sehen und auch mal auf den Punkt bringen. Wir können dabei stehen bleiben und sagen, wie traurig. Und das Kapitel ist beendet, ne? Und die Schüler sagen vielleicht, wie traurig, dass wir den Lehrer verloren haben. Aber ich muss sagen, und ich komme ja eher vom Samurai-Zen, ne? Da muss man eben auch zu den Toten eine andere Einstellung finden. Selbst wenn sich erst, wenn man selbst stirbt, zeigt, ne, wie man damit umgehen kann. Aber ich meine jetzt mal mit dem Tod, mit dem man konfrontiert ist, denn der noch nicht der eigene ist, das wäre der Tod dieser Tochter. Wenn ich das nicht ertragen kann, meine damit nicht leben zu können, wo stehe ich da eigentlich im Zen? Bin ich dann eigentlich ein Zen-Meister? Bin ich dann eigentlich ein würdiger Zen-Meister? Wenn ich ins Wasser springe und weiß, dass ich dabei draufgehe, und nichts damit ändere. Also was denkt er denn, wenn er in den Teich springen muss und kann nicht schwimmen? Was denkt er dann? Ich meine, man kann natürlich sagen, okay, besser als nichts tun. Vielleicht hätte er doch noch irgendwie sich festkrallen können an was weiß ich, da ist ein Steg, an einem Steg oder an dem Pfeiler von einem Steg. Natürlich kenne ich diese Details nicht, aber für mich stellt sich die Sache so dar, dass jemand nicht mit der Realität klarkam, die sich vor seinen Augen abspielte. Nämlich diese grausame Realität, dass jemand, den du liebst, vor deinen Augen stirbt und du kannst nichts tun.
Und unterm Strich heißt das, ne, so hart das und grausam das jetzt klingen mag, dass der Kumoncino als Zen-Meister im Grunde da versagt hat. Man konnte dann sehen, aus welchem Holz er geschnitzt war. Nicht, also mein Vorwurf ist nicht, dass seine Tochter nicht reden konnte, um Gottes Willen, auch wenn es irgendwie das Tragischste ist, dass Menschen nicht schwimmen lernen oder nicht so viel, dass sie da mal kurz, was weiß ich, wenigstens die 5 Meter packen, ne, und jemanden noch rausziehen, so ein Kind. Ich sehe das auch hier in Thailand, ne, und Südostasien, wo viele Menschen deshalb und auch Kinder ertrinken. Deswegen wird das jetzt immer mehr auch gefördert, ne, in Schulen, dass die das lernen. Und bei dem ein Kind, das adoptiert wurde, um das ich mich mal auch am Rande gekümmert habe, bin ich froh, dass die Adoptiveltern gleich mal einen tollen Schwimmkurs gebucht haben und der ganz begeistert war. Also es geht um was anderes, ne? Wie stellt man sich vor, dass ein Zen-Meister mit so einer Situation umgeht? Und nicht nur Kobo-Uchino, sondern auch ein anderer, der in diesem Zusammenhang zu nennen ist, nämlich Steve Jobs, hat sein Leben sehr wahrscheinlich verloren, weil er die Soheit, ich erlaube mir jetzt mal, das so mit Inhalt zu füllen, es geht ja hier immer wieder um diese Anfragen, was soll das konkret heißen? Ja, was soll das konkret heißen, mit der Realität umzugehen? Das ist dein Korn, die Tochter ertrinkt und du kannst nicht schwimmen, was tust du? Und jetzt lautet deine Antwort in der Kornschulung: Ich ertrinke mit ihr. Hervorragend, wenn dann manche denken, du bist mit der Tochter eins, du bist mit Leben und Sterben eins. Und Buch zu, hier hast du deinen Meister. So, ich stelle das hiermit in Frage. Und der Steve Jobs soll zu Comuncino ausgerechnet gegangen sein und meinte, er sei irgendwie erwacht und so weiter. Und der Comuncino hat dann genau das gemacht, was man in der Tradition, von der Brett Warner sprach, und so schließt sich wieder der Kreis, erwartet, ne? Der Comuncino, der eigentlich, glaube ich, auch nur Meister war, weil sein Vater einen Tempel hat und ihm das einfach übertragen hat, ne? Dieser Comuncino hat dann den Meister rausgekehrt, ne? Und hat dann gesagt, naja gut, ich meine, der Steve Jobs ist ja auch deshalb zu ihm gegangen, nicht zu irgendwem anderen, nicht zu seinem Pizzaboden oder so. Und er meinte dann erstmal, das müsstest du aber erst noch sozusagen verifizieren. Ne? So kenne ich die Geschichte. Ne? Ich fasse mal so zusammen. Also so einfach geht das nicht. Ne? Der Jobs wollte im Grunde seine Erleuchtung bestätigt haben und so. Eigentlich kann man auch wieder sagen, eine klassische Geschichte, aber Comuncino hätte auch sagen können, was zum Teufel willst du von mir? Du kannst genauso gut auch zu deinem Pizzabäcker gehen. Aber nein, der Comuncino hat sich ja in dieser Rolle gesehen. Nicht, das passiert, wenn man in der Tradition ist und dann sofort seine Aufgabe da wahrgenommen und ihn quasi so eingeladen, sein Schüler zu werden, mehr oder weniger. Und der Steve Jobs soll gestorben sein an einer Art von Bauchspeicheldrüsenkrebs, die behandelbar war, aber er pflegte so ein Aberglauben, ne, an Naturheilmittel und so weiter. Und jetzt haben wir also zwei schon, ne? Also ein Schüler, war er überhaupt Schüler oder potenziellen Schüler von Comuncino, der sich an ihn wendet, und diesen Comuncino. Und wie war eigentlich die Reihenfolge? Wer von denen ist dann eigentlich am Ende zuerst gestorben? Ich weiß es nicht, ne? Aber auf jeden Fall sind sie beide auf eine unnötige Art umgekommen, weil sie beide die Soheit nicht erkannt haben und damit die Kennzeichen des Erwachten eigentlich nicht erfüllen, ne? Nämlich die Realität, so traurig, wie sie manchmal auch ist, oder so, könnte ja manchmal auch sagen, im Fall von Steve Jobs, so einfach, wie sie manchmal auch ist, ne, dass die Schulmedizin was lösen kann, was die Naturheilmittel nicht lösen können, das gibt es eben auch, ne, was das andere nicht ausschließt, aber. So, und jetzt mache ich mal Schluss. Die Beiträge, die ich noch so zwischendurch einschiebe, die anderen habe ich auf der letzten Thailand-Reise gemacht, die sind wieder hier nach meiner Rückkehr, ne? Die mache ich spontan. Und die kommen dann montags, wenn mir was einfällt. Und ich werde dann noch ab und zu mal auf andere Leute eingehen. Vielleicht dann nochmal auf den Warner. Ich habe da gerade noch was Interessantes gesehen.
Das Problem ist, ne, und das geht vielleicht auch manchen Leuten mit meinen Videos so, ne, wenn einer, wie das vielleicht der Fall ist, weiß ich nicht, dann so überzeugt klingt von seinem eigenen Kram, dann weckt er natürlich auch Aggression und Aversion. Ne. Mir ist das klar, ob das ein Brett Warner so klar ist, wahrscheinlich auch, der spielt ja auch mit sich selbst, hat auch Humor. Aber er hat mal was gemacht, was ihm so do ungewöhnlich ist, darüber hat er auch gesprochen, nämlich über sein Erwachenserlebnis gesprochen. Und das sind so die Dinge, denke ich, wo es ein bisschen haarig wird, auch für Außenstehende, die kritisch auf sowas blicken. Zumal, das möchte ich jetzt auch nochmal zum Abschluss sagen, ich glaube nicht, dass ihr, wenn ihr sowas erlebt habt, von irgendjemandem bestätigt werden müsst und auch euch auch keine Sorgen machen müsst, wenn es sich nicht so identisch zeigt mit dem, was schon bei Philipp Kaplow steht in Drei Pfeiler in der Zen oder das waren immer so die klassischen Referenzen von Erleuchtungserfahrung oder mit dem, was er beschrieben hat, was eigentlich sehr ähnlich ist dem, was ich bei Kaploma gelesen habe, nach meiner Erinnerung. Es klingt fast so, als hätte er Versatzstücke aus diesen Erfahrungen kopiert, was mich auch stutzig macht. Ne? Mich machen diese Beschreibungen, die sich ähnlichen, sind ein bisschen stutzig deshalb, weil ich denke, wir sind eigentlich zu individuell, als dass wir die Erfahrungen, wenn wir dann nach Worten suchen und wenn wir uns darauf einigen können, dass die schwer zu beschreiben sind, dann in dieser Ähnlichkeit verfassen. Also ich würde da niemanden entmutigen wollen, der sagt, bei mir ist es irgendwie anders gewesen. Na und wenn du trotzdem das Gefühl hast, das taucht was, ne? Nur wie gesagt, wenn es was taucht, dann hast du sozusagen auch schon eingebaut den Selbstschutz vor der Arroganz und gehst damit gar nicht hausieren groß. Ne? Ja. Und hier ist es ein Zirkelschluss, ne? Weil der Brett Warner das alles hat. Er hat den Wisch von Nishijima, führt er wieder darauf zurück, dass natürlich, das muss man ja im Umkehrschluss dann sagen, ne? Ich habe das und ich bin in der Tradition, deshalb ist das was anderes als Uge Krishnamurti, ne? Der da sein Ding machte, wenn es überhaupt stimmt. Ne? Tja, aber diese Leute, ich meine, schaut euch mal Videos von Krishnamurti an, von Brett Warner und nur unter dem Aspekt, wer von den beiden wohl ein freieres Leben geführt hat. Kleine Hausaufgabe. Bis dann.